Und einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Ich begrüße euch ganz herzlich in meinem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute nicht von der Mosel, nicht von der Nordsee, nicht aus Mepoli. Heute aus der Stadt Düsseldorf am Rhein. Ja, ich dachte mir, heute machen wir mal einen kleinen Stadtbummel, besichtigen mal die Stadt, wie die sich so ein bisschen verändert hin jetzt zum gerade zur Weihnachtszeit. Wird ja wieder viel gebaut, viel aufgebaut hier im Hintergrund. Sieht man wahrscheinlich schon das Riesenrad. Auf der anderen Seite die Herbstkirmes. Ja, hier ist immer was los. Ja, und ich dachte mir, heute gehen wir mal zusammen raus, machen einen kleinen Bummel. Ich zeige euch den Hafen, ich zeige euch die längste Theke der Welt, den Burgplatz, den legendären Schlossturm. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und sage wie immer, bis gleich und viel Spaß. Oh, 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 oh
So, meine lieben Leute, ich habe jetzt mal spontan beschlossen, obwohl ich Höhenangst habe, hoch zum Rheinturm zu fahren, weil sich das Wetter aktuell wirklich noch anbietet und man jetzt noch eine klare Sicht hat. Ja, die Prognose für heute Nachmittag ist ein bisschen schlechter angesagt. Ey, drei Treppen, die laufen schon wieder komplett im Eimer. Ich muss auf jeden Fall öfter wandern gehen. Und habe mir jetzt mal vorgenommen, den Rheinturm zu besuchen oben. Ich war lange nicht mehr oben, trotz Höhenangst. Ja, riskiere mein Leben. Drückt mir die Daumen. Wenn ihr wissen geht, geht weiter. Oder wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, unbedingt dranbleiben. Ja, hier im Hintergrund und auch gerade zu sehen in den letzten Sequenzen, das Gruselkabinett von NRW. Entschuldigung, das war es ja gar nicht. Hier war ja wieder Landtag. Aber Wahnsinn, wie sich dieser Rheinturm, wie der sich hier majestätisch in die Landschaft einpflegt. Aber ich sag mal so, Politiker müsste man sein, ne? Dann hat man auch so einen Ausblick. Thank you.
liebe Leutchen, ich bin dann wieder auf dichtem Boden oder auf sicherem Boden gelandet. Oh, war okay, von der Höhe da oben hat man gut ausgehalten. War jetzt nicht so, dass man in die Hose machen muss. Ja, das Einzige, ich bin ein bisschen in Schwitzen gekommen, habe jetzt mal meine Weste ausgezogen. Weil so kalt, wie ich dachte, ist es dann heute doch nicht. Jo, nächste Ziel wird sein, der bekannte Düsseldorfer Medienhafen. Weiter geht's. Thank you.
liebe Leutchen, jetzt den Medienhafen verlassen und aktuell wieder auf dem Rückweg in Richtung Zentrum. Ja, ich dachte mir, nachdem wir jetzt hier im Hintergrund ist immer noch der Landtag zu sehen, genau, mit dem Rheinturm, ganz weit hinten wird demonstriert, wie so oft hier an dieser Stelle. Hier demonstriert heute die Feuerwehr. Worum es jetzt genau ging, habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, um die Rente. Ja gut, dazu kann ich nichts sagen. Ja, wie gesagt, jetzt geht es wieder zurück in Richtung Zentrum. Ich wollte euch nochmal die Königsallee präsentieren. Die ist ja weltbekannt mit ihren teuren Boutiquen und ihren Prollos, die mit ihren geleasten Mercedes-Rennfahrzeugen die Kühe hoch und runter donnern. Ja, das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Dann bleibt ja noch die längste Theke der Welt zu besichtigen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Da trinke ich mir dann noch ein leckeres Altbier. Das ist so das Traditionsbier hier. Ganz bekannt. In Köln trinkt man Kölsch. In Düsseldorf trinkt man Alt. Zeige ich euch aber gleich alles noch. Bis dahin erstmal bis gleich und weiter geht's. Ach so, eine Sache noch. Und zwar ist jetzt des Öfteren die Frage aufgetreten, warum ich mich eigentlich der Wanderkoch nenne. Ja, Freunde, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich ja vom Beruf her Koch bin. Ne? Ich mache das beruflich, aber ich mache das halt nicht fest angestellt. Man kann mich sozusagen buchen für verschiedene Events, Aufträge, Veranstaltungen, Hotels, Restaurants, was auch immer oder auch privat. Und dementsprechend bin ich halt nicht der festangestellte Koch, sondern der Wanderkoch, der von A nach B wandert. Mal hier arbeitet und mal da arbeitet. Aber macht Spaß, mache ich jetzt schon 15 Jahre. Interessant auf jeden Fall. Ja, und zweite Geschichte ist natürlich auch, dass ich auch noch eine Freizeit habe und ein Hobby habe, und das ist auch Wandern. Ne? Wandern und Kochen ist auch gleichzeitig noch das Hobby. Und deswegen halt der Wanderkoch. Für die, die es interessiert. Leute, eine komische Geschichte hier mit dieser Waffenverbotszone. Die Zone beginnt übrigens kurz vor der Altstadt. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Weil ich der Meinung bin, Waffen sollten allgemein verboten sein und nicht durch irgendwelche Uhrzeiten, Tage, Feiertage oder Feierlichkeiten begrenzt sein. Also ganz ehrlich, für mich haben Waffen überhaupt in gar keiner Tasche irgendwas zu suchen. Und dieser Blödsinn mit dem Schild, also um Gottes Willen, da fühlt man sich aber richtig wahr.
liebe Leute. Kurze Stärkung zu uns genommen. Lecker Stück Kuchen, das geht immer. Ja, und herzlich willkommen auf der Königsallee in Düsseldorf. I begin to.
So, meine lieben Leute, und herzlich willkommen an der längsten Theke der Welt. Ja, mit dem Kuchen war gerade ein bisschen wenig. Jetzt gibt es erstmal noch eine leckere Rostbratwurst.
So, meine lieben Leute, somit geht unsere kleine Stadtführung auch so langsam dem Ende entgegen. Es wird langsam auf frisch. Mit dem Wetter hatten wir Glück, es hat nicht geregnet, wie prognostiziert. Ich bin froh, munter, glücklich. Ja, jetzt bin ich aber auch froh, dass, man sieht es ja hier nochmal vielleicht, relativ große Runde umlaufen. Bin dann auch langsam froh, wenn ich dann gleich zu Hause bin. Unter die warme Dusche, hopse. Ja. Und mich schon wieder aufs nächste Video freue. Genau wie ihr, hoffe ich doch. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr wie immer einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Ich würde mich wie immer freuen. Sagt bis zum nächsten Mal. Bis bald.